Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Bomazia Worms gegen FC Astoria Waldorf. Sie wird Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Die Partie endete mit 0:1 vor 762 Zuschauer. Ich begrüße an meiner Seite der Gästetrainer Matthias Born sowie von Bomazia Max Mehring. Herr Born, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, erstmal sind wir sehr happy, dass wir ja, mit dem zweiten Auswärtsdreier in Folge unsere Negativbilanz, die wir ja, fast die ganze Vorrunde hatten, jetzt an der Rückrunde schon mal gedreht haben. Wir hatten sowohl erste Halbzeit als auch zweite Halbzeit, wie ich finde, die besseren Torchancen, hatten ja, ein paar Umschaltsituationen, die wir nicht sauber zu Ende spielen, wo wir das ein oder andere Tor hätten noch erzielen können. Hatten heute auch über das gesamte Spiel die Druckphasen, die Worms definitiv hatte, im 16er gut verteidigt. Auch die 2-3 brenzligen Situationen, gerade erste Halbzeit mal langer Pfosten, wo vielleicht ein halber Meter fehlt, dann ist der Wormser da, haben wir dann auch überstanden. Und ja, dann auch die letzten 20 Minuten, denke ich, haben wir das einfach gut wegverteidigt, nichts groß zugelassen. Hatten, wie gesagt, die paar Umschaltaktionen, die wir besser ausspielen können. Leider nicht so fertig gespielt, wie wir das auch schon gemacht haben. Aber ja, unterm Strich Kompliment an meine Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir jetzt positiv in die Rückrunde gestartet sind. Und ja, euch alles Gute. Die Leistung, die ihr heute auch gezeigt habt, das weißt du selbst, bist lange genug Trainer. Da ist durchaus auch mehr drin, wie jetzt eine einzelne Niederlage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Born. Max, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, Matze, danke für die Worte. Ich muss trotzdem sagen, dass ich es heute ein bisschen anders sehe. Ich bin enttäuscht über die Leistung von unserer Truppe. Auch wenn wir sehr, sehr schwere Vorzeichen hatten, weil wir extrem viele Ausfälle nach wie vor zu verzeichnen haben, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir heute in Summe zu wenig gemacht haben, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass es ein torchancenarmes Spiel war von beiden Seiten. Auch in Summe fand ich es auch kein gutes Fußballspiel. Viel Krampf, viel lange Bälle, viel zweite Bälle, technische Unsauberheiten. Ja, Umschalter, da gebe ich dir recht, ihr habt da gehabt. Da hätte der uns das ein oder andere Mal bestrafen können. Aber in Summe, finde ich, waren es Torchancen 1:1 und diese Freistoßflanke war für mich eigentlich keine richtige Torchance. Trotzdem verteidigen wir sie schlecht und es ist ein bisschen sinnbildlich, dass dann in der zweiten Halbzeit bei einem Eckball von uns, der vom Anil gut getreten ist, der flattert durch den Fünfer, da ist dann keiner von uns da, um den reinzudrücken. Und bei euch steht halt einer da und köpft auf den Boden und der trudelt hinten rein. Das ist auch ein bisschen sinnbildlich dann heute für dieses Spiel. Deswegen bin ich tatsächlich heute wirklich enttäuscht. Nochmal, auch wenn ich weiß, dass man natürlich schwierige Vorzeichen hatten, haben dann trotzdem nochmal alles versucht und hatten dann auch diese eine Torchance von Sandro, den euer Keeper super hält, das muss man auch sagen, der wahrscheinlich dann bei uns auch wieder reingegangen wäre heute und selber ist es dann meistens so, dass wir den nicht reinkriegen. Deswegen muss ich wirklich sagen, bin ich heute extrem enttäuscht über diese Leistung und habe mir auch mehr erwartet, vor allem weil wir in Offenbach ein ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt haben letzte Woche, als wir es heute gemacht haben. Kompliment an die Fans. Stimmung war super. Vortribüne war sensationell, muss ich sagen. Choreo war überragend. Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und habe auch gesehen, was die Jungs da für Arbeit reingesteckt haben. Das hätte uns eigentlich auch nochmal einen Push geben können, aber heute waren wir dann tatsächlich zu mehr nicht in der Lage. Ja, Matze, für euch trotzdem dann auch alles Gute weiterhin und viel Erfolg für die Runde. Ja. Vielen Dank, Max. Gibt es Fragen der Presse? Heute war ja das letzte Heimspiel, Herr Mehring. Wie fällt denn so Ihr Fazit aus für die Hinrunde? Ja gut. Wir haben sicherlich nicht die Punktanzahl, oder sagen wir so, unsere Leistung spiegelt sich nicht in den Punkten wider. Wir haben viele Spiele gehabt, in denen wir deutlich mehr verdient gehabt hätten. Ja, ich sag mal, wenn wir heute mit 5-6 Punkten mehr dastehen würden, wäre das mit Sicherheit verdient.
Nur ich bin dann auch kein großer Freund davon, hätte, wenn und wäre, weil Fakt ist, wir haben sie nicht geholt und Fakt ist, wir hängen da unten drin. Ich muss aber auch eins mal ganz klar sagen, das war mir von vornherein klar. Und das habe ich auch immer wieder wiederholt. Und Stand heute stehen wir über dem Strich, nach wie vor. So, und, ich habe den Jungs in Kassel auch schon gesagt, wenn heute rum wäre, dann hätten wir unser Ziel erreicht. Unser Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt. Und ich werde einen Teufel tun, um aufgeben oder irgendwas niederreden. Ja, da neigt man ja dann ganz gern mal dazu. Im Gegenteil, ich werde die Jungs weiter pushen, ich werde sie weiter gut vorbereiten. Und irgendwann werden wir auch mal nicht 9 Verletzte haben, sondern werden wir wieder aus dem Vollen schöpfen können. Und dann werden wir mit Sicherheit auch wieder ein anderes Gesicht zeigen können und werden dann solche Spiele vielleicht schon auch auf unsere Seite wieder ziehen können. Deswegen, weiter geht's. Gibt es weitere Fragen? Jetzt im Regionalliga-Abschiedskampf geht es heute noch um was viel Wichtigeres. Im Rahmen des DKMS-Aktionstages hat die Domazia gemeinsam mit den Supporters mit der DKMS die Aktion ist, die Digitalisierung, gleichzeitig eine Geldsammlung. Dabei wurden auch Anfragen an das Florian Waldorf gestellt, Social Media, telefonisch, schriftlich. Hat der Astoria Waldorf noch vor sich an der Aktion zu beteiligen mit Spenden oder vielleicht mit Social Media Posts oder ähnliches? Ich gebe es weiter. Ich denke, wir sind ein Verein, der auch die sozialen Aktionen immer unterstützt, aber ich gebe es entsprechend weiter im Verein und es wird sich jemand melden. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Offensichtlich nicht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden. Herr Born, Ihnen eine gute Heimreise. Max, nächste Woche in Stuttgart wieder angreifen. Vielen Dank. Das war die Pressekonferenz nach dem Spiel Wormatia Worms gegen Astoria Waldorf. Vielen Dank. Ciao.